Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich habe eigentlich sehr viel getrunken. Also wenn ich nicht ungefähr meine 4 Promille so gehalten habe, dann war ich ungenießbar. Und so, wenn ich hatte meine Promillezahl, dann war alles gut. Und ich habe so pro Tag so 1,5 Flaschen Wodka habe ich gebraucht, 1,5 Flaschen. Und eigentlich war ich vorher beim Benedikt und dann hat man mich abgeholt und dann ins Gefängnis nach Uelzen gebracht. Und von Uelzen bin ich zurück zum Benedikt und dann bin ich sofort hierher gekommen. Und das hier ist wie ein Hotel, das ist also erste Güte. Das hier ist die Außenstelle der Herberge Plus in Lüneburg. Ein stationäres Hilfsangebot der Diakonie für ehemalige Wohnungslose und der Arbeitsplatz von Doris Wohlbieter. Hier bäckt sie Pizza, macht eine Brühe oder bereitet Wurst- und Käseteller fürs Armbrot vor. 5 Tage die Woche und das ehrenamtlich. Wenn man reinkommt und die Leute lächeln sieht oder danke, wenn sie beim Armbrot oder sonst was, Kleinigkeiten, das zählt für mich. Diese Menschen, ja, sie sind für mich alles. Sie sind meine zweite Familie. Doris hat selber jahrzehntelang gebraucht, um vom Alkohol wegzukommen. Mit 14,5 habe ich den Alkohol kennengelernt und auch die Leute von der Straße und so. Und darum habe ich wahrscheinlich auch trotz des Alkohols aber eine gute Verbindung, weil diese Menschen immer lieb, anständig, ehrlich zu mir waren. Jeder klönt gern mit Doris. Auch bei Rückfällen reagiert sie entspannt und verurteilt niemanden. Einfach mal zuhören und nicht Vorwürfe gleich bombardieren. Warum hast du wieder und dies und das? Weil manchmal kann man einen Rückfall oder gar nicht erklären, warum man überhaupt getrunken hat. Ich bin manchmal zum Einkaufen gegangen und auf dem Weg zum Einkaufen habe ich mir was zu trinken geholt. Da brauchte gar kein Grund sein. Das, was hier geboten wird, wird hier in Deutschland eigentlich viel zu wenig geboten. Weil das hier ist wirklich Familie. Hier kriegen sie Liebe. Und zwar keine gekünstelte und keine gekaufte Liebe, hier ist wahre Liebe. Und Doris ist von uns so eine, die verteilt die Liebe auch. Also die menschliche Liebe, nicht, dass man mich verkehrt versteht jetzt, oder? Ja. Vor allem mit Menschen, die man geliebt hat.